Sie sind's. Entschuldigung, habe ich Sie erschreckt? Ja, hier unten wurde schon mal jemand überfallen. Ach ja. Sie sind der neue Nachbar. Martin Eggert. Lehr Tyson. Ich weiß, Sie sind die Powerfrau. Der Hausmeister nennt Sie so, der weiß alles über Sie. 14-Stunden-Tag, kein Privatleben. Er übertreibt. Modebranche? Kosmetik. Oh, ich bin im falschen Stockwerk. Meine Anziehungskraft, die hat er vergessen zu erwähnen. Wahrscheinlich. Also, schönen Abend noch. Haben Sie heute noch was vor? Nein, es ist ja schon nach 9. Zu spät? Pascal, ich weiß, dass du das bist. Hör mit dem Blödsinn auf, sonst gehe ich zur Polizei. Lea, ich bitte dich, lass uns noch mal reden. Kommt nicht in Frage. Und jetzt lass mich in Ruhe, scher dich zum Teufel. Die Sache ist in 5 Minuten erledigt. Ich stehe unten vorm Haus. Der helle Volvo. Tut mir leid, such dir andere Sponsoren. Von mir kriegst du keinen Cent mehr. Lea! Na gut, dann eben anders. Pascal, du bist wieder... Draußen, ja. Sie haben mir 3 Monate geschenkt. Hat Lea dir nichts gesagt? Ja, sie spricht nicht gerade viel über dich. Schon klar. Sie hat Karriere gemacht und ich bin nur der dunkle Fleck in ihrem Lebenslauf. Ein Ex, der im Gefängnis sitzt, über den redet man nicht so gern. Na komm, willst du was trinken? Komm, erzähl mal. Und, was ist mit deiner Firma? Mit ein paar Gläubigern habe ich mich arrangiert. Die ziehen schon wieder mit. Du hast es ja immer verstanden, deine Schäfin ins Trockene zu bringen. Bis auf die Scheidung von Lea. Das war ja wohl ein Reinfall. Ja, die ist eben noch etwas cleverer als du. Was hast du denn jetzt vor? Neues Spiel, neues Glück. Aber dafür brauche ich neues Startkapital. Das schaffst du schon. Was ist mit Lea? Trainierst du sie noch? Ja. Mehr willst du nicht sagen? Nein, das ist nichts für Dritte. Aber wir sind alte Freunde. Ja, trotzdem. Verstehe. Personal Trainer, alles inklusive. Wie du weißt, stehe ich nicht auf Frauen. Wenn du 2 Jahre auf Entzug warst, findest du es ganz fabelhaft, dass es nicht nur Männer gibt. Ansichtssache. Na klar. Du wirst dich nie ändern, was? Änderst du dich vielleicht? Es ist nicht ganz koscher, was du da vorhast, mein Lieber. Aber es funktioniert. Du und Lea, ihr seid beide Betrüger. Du betrügst andere und Lea betrügt sich selbst. Sag mal, gibt's eigentlich das alte Atelier von deinem Vater noch? Ja, das steht leer. Warum? Willst du da wohnen? Nein. Aber vielleicht brauche ich's mal. Meld dich mal. Mach ich. Ist das die ganze Ausbeute? Nein, nein, der Fußmann. Die gefallen mir. Ist doch mal was anderes als diese Stereotypen US-Girls. Wir verkaufen in Neumünster, in Kaiserslautern, aber doch nicht in Washington oder Idaho. Deshalb brauchen wir Gesichter von hier. Haben Sie schon eine Favoritin? Die hier. Die ist auch nicht schlecht. Das ist eine Amerikanerin. Das haben Sie wohl mit Absicht gemacht. Nein, die war beim Casting dabei. Na schön. Herr Stadler, wartet in Ihr Büro? In 2 Minuten. Ich danke Ihnen, das war's. Wir sprechen später noch mal drüber. In einer halben Stunde ist die Videokonferenz mit New York. Bis dahin bin ich mit ihm fertig. Wo brennt's? Wir haben einen Maulwurf in der Firma. Jemand gibt Betriebsgeheimnisse an die Konkurrenz weiter. Strategien, Konzepte, Unternehmenszahlen, geplante Kampagnen. Alles landet auf kürzestem Wege bei Ferriol. Und warum erzählen Sie das mir? Ich möchte, dass Sie das hier unterschreiben. Was ist das? Ihre Kündigung. Sie glauben, dass ich dieser Maulwurf bin? Ja. Ich gebe Ihnen 24 Stunden Zeit und einen weiteren Tag, um Ihr Büro zu räumen. Ich denke nicht dran. Dann werde ich die Beweise, die ich gegen Sie habe, an die Zentrale in New York weiterleiten. Und das wird dann wesentlich unangenehmer für Sie. Ich spreche von dem Schaden, den Sie der Firma Casarel zugefügt haben. Sie blöffen doch. Ich kenne meine Personalakte. Die ist sauber. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, Auffälligkeiten und Verfehlungen von Mitarbeitern festzuhalten. Dann stimmt es also, was man sich im Haus erzählt. Was erzählt man sich denn? Dass sie schwarze Listen führen.
und Geheimdossiers über unliebsame Kollegen anlegen. Sie können gehen. Hat er auch mit dir geschlafen? Keine Ahnung. Ich muss ja Gott sei Dank nicht Buch drüber führen. Erinnerst du dich noch an Thiele? Der hat doch überall rumposaunt, dass sie keine Unterwäsche trägt. Oder der Engländer vor ein paar Wochen. Er hat sein Praktikum auch nicht freiwillig abgebrochen. Die Gentlemen genießen, aber sie schweigen nicht mehr. Meine Herren, wir können. Wo sind die Zahlen? Hier sind sie. Bin gespannt, was New York dazu sagt. Also, du kannst mir sagen, was du willst, aber irgendwas hat sie. Herr Beermann? Ja, ich muss Sie sprechen. Auf welchem Golfplatz? Danke. Das ist nicht gut, wenn man uns zusammenzieht. Lassen Sie mich raten, Sie sind aufgeflogen. Ja. Und jetzt suchen Sie einen neuen Job. Das ist nicht einfach. Ich weiß, ich habe Ihnen das zugesagt, aber nicht so schnell. Wann? Ein halbes Jahr, vielleicht auch länger. Das kann ich mir nicht leisten. Hat man Ihnen gekündigt? Noch nicht, aber das ist nur eine Frage von Tagen. Am Freitag kommen die Chefs aus New York. Dann versuchen Sie doch, eine hohe Abfindung rauszuschlagen. Das lässt Sie dann die Zeit überbrücken. Das wird nicht gehen. Sie kennen diese Frau nicht. Doch, die kenne ich schon. Wenn sich was ergibt, lasse ich von mir hören. Ist noch was? Ich käme da wieder raus. Wenn Sie mir sagen, ob es noch andere Informanten gibt. Tut mir leid. Irgendwas ist doch mit dir nicht in Ordnung. Das spüre ich doch. Ist es wegen Pascal? Nein, der ist nur lästig. Hat er dich angepumpt? Nein. Ich schlafe schlecht, ich träume schlecht. Ich habe Angst. Wirklich kommt das eine von dem anderen. Wovor hast du denn Angst? Davor, dass ich alles falsch mache. Vor dem Versagen, nein, noch schlimmer. Ich habe Angst, dass ich mich verrannt habe. Dass ich nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Vielleicht solltest du mal zu einem guten Arzt gehen. Du bist so ein Psychiater? Ehrlich gesagt, ja. Darf ich mal ganz offen sein? Du bist süchtig nach Erfolg und Anerkennung. Dieses Machtgefühl, das dich jeden Morgen neu kitzelt. Die wöchentlichen Telefonkonferenzen, der Beifall aus der New Yorker Zentrale. Gib's zu, es ist wie eine Droge für dich. Du vergisst meine Männergeschichten. Du bist nicht mehr in der Lage, eine echte Beziehung aufzubauen, Lea. Du hast dich isoliert. Und du weißt nicht, wie du diesen Stacheldraht, den du um dich gezogen hast, wieder wegkriegen sollst. Das ist wahrscheinlich alles richtig, was du sagst. Aber das hilft mir nichts. Ja? Was wollen Sie? Die Sache ist gelaufen. Geben Sie sich keine Mühe. Das werden Sie nicht. Wer war das? Ein Mitarbeiter, den ich heute gefeuert habe. Ist es das, was dich belastet? Nein, überhaupt nicht. Erfolg geht aufrecht. Ach, du hast recht, ich sollte mal wieder an die Gewichte. Glaubst du, dass du mich kennst? Ja. Du irrst dich. Wer mich kennt, geht vorsichtshalber auf die andere Straßenseite. Sie heißt Lea Tyson. Angeblich hat es kurz vorher einen Streit gegeben, deshalb habe ich die Mordkommission berufen. Und die wohnt ganz alleine da? Ja. Wie lange denn schon? 5 oder 6 Jahre, war ich gleich davon. Was ist denn hier passiert? Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Harten Sie bitte gegenüber. Danke. Okay, das reicht mit den Fotos. Ja, ihr könnt sie jetzt zudecken. Gehört habe ich nicht. Ich bin runtergelaufen, als ich die Leute auf der Straße gesehen habe. Ich wohne im 2. Stock. Sie muss sofort tot gewesen sein. Ich habe sie da liegen sehen, blutverschmiert. Jemand hat sich über sie gebeugt und den Kopf geschüttelt. Da kam jede Hilfe zu spät. Aus 15 Metern auf die Steine. Das überlebt keiner. Tja, dann kam auch schon der Rettungswagen. Kannten Sie die Frau näher? Ja, nein, ab und zu sind wir uns begegnet, im Haus oder in der Garage. Man kennt sich, man grüßt sich und geht seiner Wege, mehr nicht. Hier ist ein Arthur Tyson. Es ist Ihr Vater, der wohnt irgendwo in Norddeutschland. Man muss ihn benachrichtigen. Machen wir. Gibt's sonst noch Angehörige? Nicht, dass ich wüsste. Die hat sie mir mal gegeben, da ist ihre Firmenanschrift drauf. Casarell Kosmetik, New York, London, Paris. Und in München. Kann mich jetzt verabschieden. Ich bin seit 5 auf dem Bein. Dann habe ich Sie in einer Stunde eingeholt. Eine Frage noch, die Putzfrau, wie oft kommt die denn?
Zweimal die Woche. Sagen Sie bitte, dass ich Sie dringend sprechen möchte und dass Sie auf keinen Fall hier rein darf. Sie auch nicht, bis die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind. Haben wir uns da verstanden? In Ordnung. Nicht schlecht. Was? Ja, die Bilder. Sind die echt? Keine Ahnung. Ich glaube, Hane kennt sich da besser aus. Wo ist der eigentlich? Nachbarschaftsbefragung. Lessmann, kommst du bitte mal? Ja. Schau mal, was hier liegt. Ich weiß auch nicht, mit wem sie zuletzt gegessen hat, aber was? Ihre letzte Mahlzeit liegt da draußen. Sie muss sich kurz vor dem Sturz übergeben haben. Du bist schön und verführerisch, aber du lebst nicht. Wie eine Rose aus Papier. Was ist denn das? Das ist so eine Art Tagebuch. Das sind ihre letzten Eintragungen. Hör mal, man sagt, hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. Aber starke Frauen stehen meistens allein. Glück ist eine Frage der Entschlossenheit. Zweifel bringen Unglück, ist auch sehr schön. Hass ist ein stiller Mörder. Wer hat das geschrieben? Sie selbst. Sie hat das aufgeschrieben, wie andere Leute ja Kringel oder Strichmännchen machen. Hast du einen Abschiedsbrief gefunden? Nein. Sie sehen mich so an. Irritiert es Sie, dass ich schwarz trage? Mhm. Das ist nicht wegen Frau Dr. Tyson. Klar. Das ist ein Trauerfall in der Familie. Mein Beileid. Meins auch. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Sie wollten uns erklären, wie Sie von Frau Dr. Tysons Tod erfahren haben. Der Pförtner hat das heute Morgen im Radio gehört und danach ging es wie ein Lauffeuer durchs ganze Haus. Unfall. Selbstmord. Was denken Sie? Haben Sie etwas an ihr bemerkt? War sie depressiv? Wir haben alle mal Tage, an denen wir nicht so gut drauf sind. Sie war in letzter Zeit gereizt und ungeduldig und ein paar Minuten später nachdenklich, aber depressiv. Sie war immer sehr dynamisch, leidenschaftlich, mitreißend. Ein Unfall, möglich. Aber ein Selbstmord, glaube ich nicht. Waren Sie mal bei ihr zu Hause? Ja, einige Male. Sie hat mich manchmal abends noch angerufen. Wir haben dann Dinge für den nächsten Tag besprochen. Ist eine schöne Wohnung, ne? Ja. Aber sie musste auch hart dafür arbeiten. Eine Frau in einer solchen Führungsposition, das ist kein Zuckerschlecken. Bleibt wenig Platz für Privates. Sie war mal verheiratet, aber das hat nicht funktioniert. Nach der Scheidung hat sie einen Mädchennamen wieder angenommen. Wie lange ist das her? 5 oder 6 Jahre. Wie heißt der Mann? Pascal Wagner. Führen Sie Ihren Terminkalender? Ja. Den hätte ich gern. Er hat oder hatte eine Finanzberatungsfirma und ist wegen Anlagebetrug und Unterschlagung verurteilt worden. Die Zeitungsausschnitte sind 2 Jahre alt. Wieso haben Sie die aufgehoben? Er ist offenbar wieder draußen. Vor 3 Tagen hat er angerufen und wollte seine Ex-Frau sprechen. Sie war nicht da. Ich habe ihr das erzählt. Dann hat sie mir diese Zeitungsausschnitte gegeben. Vorher hatte ich keine Ahnung. Sie hat nie darüber gesprochen. Lessmann, rufst du mal Hane an. Der soll sich drum kümmern. Welche JVA, welches Entlassungsdatum und die jetzige Adresse. Und danke für den Kaffee. Warten Sie. Tilo Hauf, wer ist das? Der Personal Trainer von Frau Dr. Tyson. Ich habe immer gesagt, ihr Guru. Der kennt Sie besser als jeder andere. Ich meine, für den Fall, dass Sie noch Fragen haben. Ja, sowas dürfen Sie mir nicht sagen. Natürlich habe ich noch eine Frage, und zwar eine, die mir dieser Tilo Hauf hier nicht beantworten kann. Gab es in den letzten Tagen hier mal Ärger in der Firma? Business as usual, das Übliche. Irgendwo knirscht es immer bei einer Firma mit 500 Leuten. Och, wem sagen Sie das? Sie sagen, die Frau ist tot. Ja. An ihrer Situation ändert das nichts. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, ob Sie mit Ihrem Ableben etwas zu tun haben, oder? Habe ich nicht. Geschenkt. Angenommen, die Vorwürfe, die zu Ihrer Kündigung geführt haben, sind unberechtigt. Brauchen wir Details, etwas Konkretes. Wie heißt sie? Lea Tyson. Was Frau Tyson gegen Sie in der Hand hatte. Wer die Waffen des anderen nicht kennt, kann sich nicht wehren. Wenn diese Vorwürfe aber stimmen, sind sie beruflich erledigt. Niemand stellt einen Mann ein, von dem bekannt ist, dass er Betriebsinterne weitergibt. Und das ist noch nicht alles. Tag. Sind es die Kernlosen? Ja. Die Kripo dreht ihn daraus, falls es sich um Mord handelt. Ein lupenreines Motiv. So oder so sollten Sie versuchen, an dieses Dossier zu kommen und das, sagen wir mal, entsorgen. Ich habe seit einiger Zeit gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie war unsicherer, nervöser, ängstlicher als sonst. Ich hatte den Eindruck, sie steckt mitten in einer Krise. Angst wovor? Der Programm. Angst vor der Ungewissheit des Lebens, vor Versagen, Angst vor Nähe. Was meinen Sie, reicht das für einen Selbstmord? Normalerweise hätte ich spontan Nein gesagt. Ausgeschlossen, passt nicht zu mir, aber nach dem gestrigen Abend bin ich nicht mehr so sicher. Bis wann waren Sie denn in dem Restaurant? Bis gegen 21 Uhr. Sie ist dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sagen Sie mal, kennen Sie Ihren Ex-Mann?
Pascal Wagner, ja, ja. Er war vorgestern Abend hier. Ich hatte ihn länger nicht gesehen. Er war, naja, im Gefängnis. Wo wohnt der Mann jetzt? Keine Ahnung. Aber er hat vorhin angerufen. Er will heute Vormittag noch vorbeikommen. Ah, Herr Hane. Und, fündig geworden? Wagner war bis vor einer Woche in der JVA Straubing. Bei seiner Entlassung hat er die Starnbergstraße 22 als seine neue Anschrift angegeben. Aber das ist die Adresse von Lea Theissen, da wohnt er bestimmt nicht. Das nur am Rande. Ich habe hier eine erste Blutuntersuchung vorliegen. Man hat Lexotanil bei ihr gefunden. Das sind K.O.-Tropfen. Genau, eine absichtlich herbeigeführte Bewusstlosigkeit. Okay, ich geb's weiter. Pascal Wagner ist gerade gekommen. Selbstmord war das keiner. Auch ein Unfall, sehr unwahrscheinlich. Jemand hat sie umgebracht? Sie von der Terrasse gestoßen? Vorher K.O.-Tropfen in den Prosecco getan. Gestern Abend beim Essen, da hat sie jemand angerufen. Wissen Sie wer? Ein Mitarbeiter, den sie am selben Tag entlassen hat. Hat sie ihren Namen erwähnt? Nein. Du wirst schon erwartet. Die Herren hier sind von der Kripo. Tag. Pascal Wagner. Ja, das bin ich. Sie wissen, dass Ihre Ex-Frau tot ist? Ja. Thilo hat mir davon am Telefon erzählt. Haben Sie denn nach Ihrer Entlassung aus dem Gefängnis mal Kontakt zu ihr aufgenommen? Mehrfach. Ich wollte, dass sie mir bei meinem Neuanfang ein wenig unter die Arme greift. Lea hat sich völlig draufgestellt. Sie wohnen Starenbergstraße 22? Nein. Bei Ihrer Entlassung haben Sie die Adresse von Lea Theissen angegeben. Mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Aber Sie kennen schon die Wohnung Ihrer Ex-Frau. Ja. Ich bin ein oder zweimal da gewesen. Kurz nach der Scheidung. Ja, wo wohnen Sie denn wirklich? In einer Pension im Lehl, Kronauer Hof. Wo waren Sie gestern Abend? In der Pension. Bis gegen Mitternacht, dann hat's mich nochmal gejuckt. Ich habe mich angezogen, bin nochmal weggegangen. Wohin? In einem Nachtclub in der Nähe vom Sendlinger Tor. Ich war da früher ab und zu. Die haben mich sogar gleich wiedererkannt. Sie wollen das doch sicher nachprüfen. Erraten. Moment, Sie kommen rein und sagen, Sie haben den Täter. Habe ich schon mal geträumt. Ja, aber diesmal überlassen wir Ihnen die Festnahme, weil Sie der Erste gewesen sind, der gewusst hat, dass sie Lexotanil im Blut hatte. Und 1,4 Promille. Haben Sie die letzten Anrufe von Lea Theissen? Gerade gekommen. 21.35 Uhr hatte sie einen Anruf von einem Firmenapparat. Den kann natürlich jeder benutzt haben. Und 5 Minuten später ist sie von einem Handy angerufen worden, das auf Thilo Hauf zugelassen ist. Das hat er mir aber nicht gesagt. 21.55 Uhr ein Anruf aus einer Pension Kronauer Hof. Dann hab ich mal diverse Namen und Nummern aus ihrem Telefonbüchlein gecheckt. Bei einem Mangel an Herrenbekanntschaften hat die Dame nicht gelitten. Jedenfalls weiß ich jetzt, was Callboys für ihre Dienste nehmen. Haben Sie Ihren Vater erreicht? Nein, der segelt angeblich gerade die dänische Küste ab. Aber ich habe hier die Aussage einer Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Sie hat um 21.30 Uhr vor dem Haus einen Streit gehört zwischen einer Frau und einem Mann. Die Stimme der Frau hat sie erkannt, das war Lea Theissen. Die Männerstimme war ihr unbekannt. Ja, Hane, bleiben Sie draußen und fassen Sie nichts an. Ja, gut, danke, wir kommen. Das war der Hausmeister in Lea Theissens Wohnung, wurde letzte Nacht eingebrochen. Lissmann, bei der Gelegenheit versucht doch mal den Taxifahrer ausfindig zu machen, der Lea Theissen nach Hause gefahren hat. Ja. Über das Dach, dann runter auf die Terrasse, sind dann um 2,20 Meter, dann rein in die Wohnung und am selben Weg wieder zurück. Und die? Die Leute, die nebenan wohnen, die sind zurzeit im Urlaub. Die Alarmanlage, ist die nur zur Dekoration für die Versicherung? Die hat nicht funktioniert. So, ich habe jedenfalls nichts gehört. Dieses Bild hat er vorher da gehangen. Und das Bild, das hier hing, das ist weg und jetzt hängt das da. So ein Franzose, Renoir oder so. Hinter dir. Das Bild ist auch weg. Herr Sitzka, schauen Sie mal. Ja? Lissmann, das haben wir übersehen. Mist, und er ist natürlich leer. Ja, das ist eine sehr häufige Folge bei Einbruch. Da hat sich jemand bedient, der sich richtig gut auskannte. Sie wollten mit der Putzfrau sprechen, die wartet unten. Das macht mein Kollege. Ich habe hier noch einen anderen Kunden. Ich kümmere mich mal um die Mitarbeiterin von Frau Theissen. Sie haben also gewusst, was da gegen mich läuft? Ja. Dann wissen Sie auch von diesem Dossier, das die Theissen über mich angelegt hat. Nein, weiß ich nicht. Schwarze Listen, keine Ahnung, so eine Art Sündenkonto. Machen Sie sich nicht lächerlich, das sind Hirngespinste. Tun Sie nicht so unschuldig. Sie waren Ihre Assistentin, über Sie ist hier alles gelaufen. Da ist nichts drin, was Sie interessieren dürfte. Das werden wir ja sehen. So, das war's.
Stadler? Einen Moment noch. Die Polizei hat vorhin angerufen. Es war Mord. Lea Theissen ist umgebracht worden. Was schauen Sie mich so an? Ich war's nicht. Sie werden gleich herkommen, um Fragen zu stellen. Auch an Sie. Besser Sie bleiben. Das werde ich nicht tun. Ganz wie Sie meinen. Ich halte das für unklug. Es interessiert mich nicht, was Sie davon halten. Guten Tag, Siska, Kripo München. Ich würde gern Frau Severin sprechen. Ja, sind Sie angemeldet? Mhm. Sie spricht gerade. Waren Sie schon mal hier? Klar. Dann wissen Sie ja, wo es ist, genau. Ja. Ich dachte, es wäre längst erledigt. Wir brauchen einen Flug mehr. Ja, also Freitagabend 3 Flüge, 3 Hotelzimmer. Ankunft 19:30, die Flugnummer haben Sie. Ja, und den Fahrdienst zum Flughafen. Und lassen Sie sich das bestätigen. Sie schmeißen den Laden jetzt? Nein. Wir bekommen schon in der nächsten Woche einen neuen Chef. Das hat man uns heute aus der Konzernzentrale mitgeteilt. Für seinen Job steht immer schon ein halbes Dutzend hochqualifizierter Jungmanager auf der Warteliste. Ich versuche nur, Frau Dr. Theissens Termine so gut wie möglich abzuwickeln. Sie haben mir das heute Morgen nicht erzählt. Frau Dr. Theissen hat gestern, kurz vor ihrem Tod noch, einen Mitarbeiter in der Firma gekündigt. Ja, Hans Stadler. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Ist der Mann noch im Haus? Nein, ich nehme an, er kommt morgen, um sein Büro zu räumen. Aber ich kann Ihnen auch seine Privatadresse geben. Ja, bitte. Ist der Mann verheiratet? Ja, das heißt, er lebt getrennt. Soviel ich weiß, hat ihn seine Frau vor einem Jahr verlassen. Ist ein schwieriger Mensch. Die mag ich. Wer war der Mann? Ein verspäteter Zeuge. Ein Nachbar von Lea Theissen, der Angst hat, dass seine Frau etwas davon erfährt. Wovon? Dass er in der Nacht vor ihrem Tod in der Wohnung von Lea Theissen war und mit ihr geschlafen hat. Hat die eigentlich mal irgendjemand ausgelassen? Ich nenne das Nachbarschaftshilfe. In einem Haus, in dem sich niemand für den anderen interessiert, ist das doch immerhin ein Hoffnungsschimmer. Hat er irgendwas gesehen oder gehört? Nein. Mich würde viel mehr interessieren, was dieser Mann zu erzählen hat und wie er uns das da erklärt. Das ist Pascal Wagner. Kopie brauche ich nicht, den kenne ich in Natura. Aufgenommen von unserem Polizeifotografen am Tatort um 23.10 Uhr. Zu mir hat er gesagt, er war bis kurz vor Mitternacht in seiner Pension. Würden Sie bitte den Mann hier anrufen, der soll morgen früh aufs Präsidium kommen. Stadler, wer ist das? Das ist ein Mitarbeiter von Lea Theissen, ein enger Mitarbeiter, dem sie gestern die rote Karte gezeigt hat. Ach, sie hat ihn rausgeschmissen? Kurz vor dem Tod. Gekündigt. Herr Wagner hat heute Mieter rausgecheckt. Ja, ich werde eine Fahndung rausgeben. Okay, ist das die Nummer vom Fitnessstudio? Ja. Dankeschön, Hanne, dass Sie die Stellung gehalten haben. Ich war mit Lissmann noch in diesem Nachtclub. Pascal Wagner hat das Lokal so gegen 3 Uhr in der Früh verlassen mit einem jungen Mann, den aber der Besitzer gar nicht kannte. Wo ist Lissmann? Da geblieben. Der war nicht mehr transportfähig. Langsam haben Sie uns gar nicht gesagt, dass Sie gestern kurz nach 9:30 noch mit Lea Theissen telefoniert haben. Ich wollte wissen, ob sie gut nach Hause gekommen ist. Für einen Gesundheitsguru langen Sie ja ganz schön hin. Aus Anlass der Trauer. Die kapriziöse Lea wird mir fehlen. Lea Theissen hatte 1,4 Promille. Normaler Pegelstand. Nächtliche Messung. Tagsüber hat sie keinen Tropfen angerührt. Sie fragen uns ja gar nicht, warum wir da sind. Pascal Wagner, Ihr Freund, spurlos verschwunden. Sollte der sich bei Ihnen melden, dann rufen Sie uns an, ja? Ist das klar? Klar. Hier zur Erinnerung. Das war der Taxifahrer, der Lea Theissen nach Hause gefahren hat. Er hat gesehen, wie sie vor dem Haus mit einem Mann gestritten hat, da der plötzlich aufgetaucht ist. Na bitte, das deckt sich doch mit der Aussage der Nachbarin. Ich tippe auf Pascal Wagner. Vielleicht haben Sie recht. Ja, jetzt habe ich ihn. Nicht persönlich, aber das, was er in Lea Theissens Wohnung hinterlassen hat. Seine Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, die bei der ersten Spurensicherung noch nicht da waren. Na, damit können wir ihm höchstens den Einbruch nachweisen, aber noch lange nicht den Mord. Lassen Sie doch nicht gleich den Kopf hängen. Fest steht, dass er zur Tatzeit am Tatort war. Das muss er uns erst mal erklären. Sie sollen Betriebsgeheimnisse an die Konkurrenz verraten haben. Ein Gerücht, das sie selber in Umlauf gesetzt hat. Das war Ihre Rache. Mobbing von oben. Kennen Sie das? Rache? Wofür denn? Dass sie bei mir nicht landen konnte. Ich habe ihr Ego verletzt. Das war eine Todsünde. Lea Theissen war ein intrigantes Weib. Zuerst haben wir sie alle nicht ernst genommen, aber dann fing sie an, einen gegen den anderen auszuspielen. Dabei war ihr jedes Mittel recht. Sex war ihre erfolgreichste Waffe.
Aber nicht mehr als ein oder zweimal. Ah, bei Ihnen auch? Na eben nicht. Da war nichts. Aber das hat meine Frau geglaubt. Und ist vor einem Jahr mit den Kindern ausgezogen. Deshalb haben Sie Lea Tyson so gehasst. Ach, das war kein Hass, das war Wut. Sie wollte mir heimzahlen, dass ich ihre Einladung ins Bett nicht angenommen hatte. Und das ließ sie mich auch in der Firma spüren. Sie oder ich. Ich musste mich wehren. Aber deshalb bringe ich sie doch nicht gleich um. Aber ihr einen Denkzettel verpassen. Ihr ein bisschen Angst machen, zusehen, wie sie zittert, das macht ihnen doch Spaß. Und es passt auch zu ihrer Wut. Und genau diese Wut, die ist irgendwann außer Kontrolle geraten und... Ach, Quatsch. Haben Sie niemanden sonst, dem Sie das anhängen können? Warum beißen Sie sich ausgerechnet an mir fest? Da waren einige in der Firma, die Lea Tyson gehasst haben. Weil Sie der Letzte sind, der mit ihr aneinander geraten ist. Und weil Sie der Letzte sind, der mit ihr telefoniert hat. Kurz vor ihrem Tod. Zweimal. Falsch. Ich habe sie nur einmal angerufen. Das war gegen 21 Uhr. Da war sie im Restaurant. Halbe Stunde später nochmal. So ein Blödsinn. Jetzt müssen Sie entschuldigen. Ich habe in einer halben Stunde ein wichtiges Gespräch. Ja, und morgen haben Sie noch eins, und zwar in der Früh um 9 Uhr bei mir auf dem Präsidium. Danke, ich finde den Weg. Oh, ja, Hane? Sie hatten Ihr Handy nicht eingeschaltet. Danke für den Tipp. Sind Sie noch bei Stadler? Ja, ich will gerade losfahren. Dann geben Sie mal Gas und kommen Sie hierher. Wir haben Wagner, er sitzt in der Falle. Wieso, wo sind Sie denn? In Pasing, Wenterstraße, wie Winter, nur mit E. Bin schon da. Geben Sie her! Sprechen kann er. Hören Sie, ich bin bei ihr eingebrochen. Ich habe sie nicht umgebracht. Für den Mörder an Lea müssen Sie sich jemand anderen suchen. Das ist ja Minimum eine Viertelmillion. Immerhin. Für einen Neuanfang hätte es gereicht. Ihr Neuanfang ist bargeldlos. Wer hat ihn denn an uns verraten? Ein anonymer Anruf. Eine verstellte Männerstimme. Aber ich wette, dass es auf war. Was ist denn das für ein Typ, der Stadler? Cool. Arrogant. Glatt. Und sein Alibi, das können wir in der Pfeife rauchen. Hane, am besten Sie gucken sich nochmal in diesem Kosmetiktempel um. Sie meinen undercover? Dann lassen Sie sich was einfallen. Ja, vom Versicherungsvertreter bis zum Direktor nimmt man Ihnen alles ab. Danke für die Blumen. Das war der Staatsanwalt. Die Beweise gegen Pascal Wagner, die reichen gerade mal für Einbruch und Diebstahl unter der Arbeit der Mordkommission. Da stellt er sich was anderes vor. Lessmann, da hat er recht. Vielleicht bringt uns der hier auf die richtige Spur. Wagner ist es jedenfalls nicht. Der Taxifahrer konnte ihn ziemlich gut beschreiben. Jetzt zeig mal. Stadler. Wir haben übrigens den Rest der Beute in einem alten Kleiderschrank gefunden. Noch ein Bild, ein Original. Und Schmuck und Aktien. Und jetzt pass auf. Die Police einer Lebensversicherung über 2 Millionen. Und Wagner als Begünstigter. Ja, wahrscheinlich hat sie vergessen, das zu ändern. Was ist das? Frank Demel, geboren 23.09.65 bis... Verstorben vor 14 Tagen, Selbstmord. Ich war bei seiner Mutter. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal eine Geschichte. Ja? Wann war das? Bin schon unterwegs, ja. Was ist passiert? Bewaffnete Geiselnahme. Stadler hat Anne Severin in seiner Gewalt. Wo? In der Firma. Rufen Sie Lessmann an, der ist gerade erst raus. Und ich besorge uns eine Eskorte. Hane, die Geschichte können Sie mir unterwegs erzählen, ja? Ich wollte sie nicht erschießen. Ja, klar. Ich hab geglaubt, er bringt mich um. Ja, jetzt ist alles gut. Ein Magazin. Frau Severin, den wollte ich Ihnen zurückgeben. Den habe ich schon gesucht. Wo haben Sie den gefunden? Neben der Leiche von Lea Tyson. Sehen Sie, da ist so ein Stück weggebrochen. Ein Sturz aus dem 5. Stock übersteht sogar einen Lippenstift nicht ganz unbeschadet. Ist Ihnen wohl aus der Tasche gefallen. Sie haben Lea Tyson K.O.-Tropfen gegeben. Ihr wurde übel. Sie war halb bewusstlos. Sie stürzte auf die Terrasse und musste sich übergeben und beugte sich übers Geländer. Da haben Sie ein bisschen nachgeholfen. War das so? Ja. Sagen Sie mir was über Frank Demel? Das kann ich nicht. Frank Demel war Ihr Verlobter. Und er war ein Kollege. Hier, in der Firma. Wir wollten im Herbst heiraten. Vor ein paar Wochen kam er zu mir und hat mir gesagt, er hätte sich in eine andere Frau verliebt. Und diese Frau war seine und ihre Chefin. Aber für Lea Tyson war nur ein Spielzeug, das sie benutzen wollte. Für 2 oder 3 Nächte. Keine Gefühle. Nur eine Laune. Aber Frank hat es nicht verstanden.
für ihn war. Liebe, Liebe. Kein Zeitvertreib. Den am Gängelband geführt und lächerlich gemacht. Er hat sich erniedrigen lassen und demütigen. Ich konnte nicht mit ansehen, wie er gelitten hat. Vor 2 Wochen hat ihn dann seine Zugefrau tot in seinem Bett gefunden. Schlaftabletten. Bitte können wir jetzt aufhören. Ja, natürlich. Können Sie. Tut sie Ihnen nicht leid? Lia Theissen wurde ermordet. Wagner wollte ihr Geld, Stadler seine Ehre und Anne Severin ihre Rache. Motive für einen Mord gibt's ganz viele. Trotzdem, mir tut's ihm leid. Mir auch, Anne. Ich bin dein Behüter, Arn der Jäger. Vergiss es nie, sie warten auf dich. Die Armen und Machtlosen, die Hungernden und Unterdrückten, die im Dunkel sind. Sie alle warten auf dich. Sie alle brauchen dich. Flüchte nicht vor der Verantwortung. Es ist dein Schicksal. Ich habe den Auftrag, Hörns Sohn zu töten. Dieser Mann ist gefährlich. Es hat mal eine Rebellion der Angelsachsen gegeben. Aelrich von Locksley war der Hüter. Was meint ihr mit Hüter? Der Hüter dieses Pfeils. Es ist ein Kultgegenstand, Hugo. Wie ein Zepter oder ein Kreuz. Es ist ein Symbol. Noch dazu ein englisches. Magie. Wir wissen, dass er uns im Wald immer überlegen sein wird. Aber ich werde ihn bezwingen. Feuer muss beantwortet werden mit Feuer. Der Mann mit der Macht ist durch eine Wolke der Finsternis vor mir geschützt. Aber er ist der Sklave anderer, gebunden durch Hexerei. Ich rufe dich, erhöre mich, Herr der Finsternis. Ich rufe dich bei Salomons Schild und bei der Macht von Hörns Pfeil. Venite, Pallas Aaron Asinomas. Jetzt bin ich frei! Frei, 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 frei. Sieh her. Der silberne Pfeil. Ja, ich habe die Macht. Nichts kann mich jetzt mehr retten. Hörns Pfeil wird seinen Sohn vernichten. Zur Zeit, als Robin Hood in England gelebt haben soll, war die Welt voll finsteren Aberglaubens. So hatten sich in einem Kloster die Nonnen vom christlichen Glauben abgekehrt und verehrten Luzifer, den Geist des Bösen. Um ihn zu beschwören, bedurften sie der 7 Schwerter Waylands. Um diese zu erlangen, bedienten sie sich eines falschen Priesters und irregeführter Menschen schlichten Gemüts. Orise heißt das vorletzte Schwert, das sie aus einer Gruft rauben lassen. Dann fehlt ihnen nur noch Albion, das Schwert Robin Hoods. Wer ist dein Herr? Lucifer. Wer ist Lucifer? Schöpfer und Herrscher der Welt. Was müssen wir tun? Sein Kommen vorbereiten. Wer befiehlt den Hunden zu reiten? Die Herrin des Ringes. Des Ringes? Ja, des Ringes Lucifers. Die mächtigste Vereinigung Englands. Es steht geschrieben, dass die Diener Luzifers das 7. Schwert in dem Dorf am Felsen finden werden. Schwöre es mit dem Blut deines Herzens zu beschützen. Ich schwöre. 7 Schwerter, Valens. Die lange Suche ist vorbei. Jetzt, Luzifer, jetzt beginnt dein Reich. Ein Pakt, geschrieben von rechts nach links und mit des Opfers Blut besiegelt. Percurimus Phönus cum morte et inferno fecimus pactum. Das stammt aus Jesaja. Bedeutet, mit dem Tod haben wir einen Vertrag unterzeichnet und mit der Hölle haben wir einen Pakt. Dishonor! Wer seid ihr?
Robin! Löwenherz. Ihr werdet heute Abend in Nottingham erscheinen. Ihr seid zum Mahl geladen. Hier habt ihr den berüchtigten Gesetzlosen, genannt Robin Hood, mein hoher Herr. Und seine Gefolgsleute haben wir auch gefasst. Ihr könnt euch wohl nicht vorstellen, dass ich sie eingeladen habe, was? Ihr habt sie eingeladen? Aber warum? Weil ich der König von England bin, dummer Junge! Und ich sage euch, hätte ich auch nur ein paar hundert von denen, die hier vor mir stehen, ich würde Jerusalem stürmen und es einnehmen. Die Wölfe, die der listige Löwe Richard Fing und Sam... Reicht schon! Du bist geblendet von ihm, nicht wahr? Denkst du, England bedeutet ihm was? Wir wissen, dass auch Vergebung ihren Preis hat. Genau wie die Macht. Wie lange war er denn wirklich im Lande? Ein paar Monate und er ist wieder weg, sage ich dir. Aber das reicht ja, um das Volk auszunehmen. Der große Rat tritt zusammen und sie beraten, wie man das Volk ausquetscht. Dieser gesetzlose Robin Hood, er hat sein Leben verwirkt. Ich will, dass sie alle sterben. Alle. Ich bin aufrichtig besorgt, dass, falls mein Bruder der König im Kampf fallen sollte durch seine eigene Verwegenheit, dass, falls er ohne einen Nachfolger zu benennen fallen sollte, ein neuer Bürgerkrieg auf dieses Land zukäme und daran würde das Reich zerbrechen. Ein Gefangener aus dem Reich der Toten. Ein Gefangener, der steht dir nahe. Wer ist der Gefangene? Rette ihn. Wer ist er? Rette ihn. Der König will, dass ihr dem Geächteten ein Ende bereitet. Robin Hood. Das heißt, wenn der Geächtete nicht innerhalb eines Monats stirbt, werdet ihr eures Amtes enthoben und dürft des Königs Feinde in der Normandie bekämpfen. Wer ist der größte Feind und wo ist er? Immer nahe bei dir, manchmal an deiner Schulter.